Frank Siebmann für Digital Lifestyle Magazin live von der IFA 2009. Siebmann für Digital Lifestyle Magazin live von der IFA 2009 in Berlin. Frank Siebmann für Digital Lifestyle Magazin live von der IFA 2009 in Berlin. Frank Siebmann für Digital Lifestyle Magazin live von der IFA 2009 in Berlin. Ich merke schon jetzt, es wird heute nicht langweilig werden. Wir sind jetzt hier in der Welt von Toshiba. Ein kleiner, bescheidener Stand, aber wie immer gibt es hier jede Menge Innovationen zu entdecken. Wir wollen aber zunächst einmal uns um ein ganz neues Premium-Produkt kümmern. Ein Notebook, wie wir ihn schon immer haben wollten. Es handelt sich um den P500 und wir wollen den Produktexperten Herrn Jens Böcking dazu befragen, was für Feature wir hier erwarten können. Schönen guten Tag, Herr Böcking. Ja, schönen guten Tag. Böcking mein Name, hallo. Ja, dieses Satellite P500 ist ein absolutes Premium-Multimedia-Produkt mit einem 18,4-Zoll-Display. Wir haben hier Raffinessen eingebaut wie ein Blu-ray-Laufwerk, was wiederbeschreibbar ist. Also es kann also Blu-ray-Discs wiederbeschreiben. Wir haben hier des Weiteren zwei hochwertige Displays zu integrieren. Top-Display ist ein Full-HD-Display, womit wir wirklich dann auch eine Auflösung haben von 1920x1080. Super, brauche ich gar keine Fragen stellen. Ich bekomme die Antworten gleich. Perfekt. Hier ist das gute Stück, das P500, sehr genau. Stylisch. Ja. In welchem Preisbereich liegt das, bevor wir uns da alle uns drin verlieben? Das liegt so zwischen 1099 Euro und 1399. Ja, das geht aber noch. Was haben wir hier Besonderes an Leistungsmerkmalen? Besonderes an diesem Gerät ist zum einen eine hintergrundbeleuchtete Tastatur, die das Arbeiten auch im Dunkeln ermöglicht. Wir haben einen sogenannten Eco-Modus, der im Prinzip auf Knopfdruck die Stromleistungsaufnahme verringert. Das heißt, ich kann effektiv eingreifen und sehe, wie ist mein Wattverbrauch, wie kann ich eingreifen und den Wattverbrauch ändern. Wir wollen einfach das Thema Energie für den Endkunden transparenter machen in den heutigen Tagen. Gut, dann bleibt die Frage, ist das Gerät schon auf den Markt? Kann ich das für Weihnachten schon vormerken? Das können Sie sich sicherlich auf den Wunschzettel schreiben, denn wir werden es Ende Oktober in den Handel bringen. Dort kann es erworben werden. Ja. Herr Böcking, wo ich Sie schon mal hier habe, wir haben Sie ja rausgerissen aus Ihren Business Talks, die ja sicher ganz entscheidend sind, dafür ist man ja auch auf der IFA. Letztes Jahr ist Gestensteuerung angekündigt worden, wir konnten das ja auch schon erleben. Wie ist es mit dem Thema weitergegangen? Ja, das Thema lebt weiterhin im Fernsehbereich. Wir hatten es ja letztes Jahr in den Cosmio-Serien vorgestellt, F und G50. Und dieses Jahr ist es drüben am Nachbarstand bzw. in dieser Halle zu bewundern, in Kombination mit einem Fernseher. Das heißt, Sie sind in der Lage, Ihren Fernseher mit Gesten zu steuern. Gut. Aber ich möchte auch zu sprechen kommen auf das U500, ein sehr stylisches Notebook. Ja. Was hat es mit dem Notebook auf sich? Ja, das U500 ist erstmalig ein Gerät, was wirklich Mobilität und Leistung optimal vereint. Das heißt, wir können dort starke Grafikkarten einsetzen und diese Mobilität vereinen. Das heißt, Sie können lange arbeiten mit guten Akkulaufzeiten, können aber auch, wenn Sie es mal benötigen, Bilder bearbeiten, Videos bearbeiten, das alles on the go. Auch Features wie Hintergrundbeleuchtung ist mit drin. Der Eco-Mode macht hier sehr viel Sinn, weil gerade beim mobilen Gerät wollen Sie eine lange Akkulaufzeit haben. Und Preis? Preis liegt bei diesem Gerät schon, kann man schon ab 799 mitrechnen, bis hoch auf 1099. Mhm. Zu erwähnen ist wirklich auch das Design, weil dort haben wir eine neuartige Fertigungsstruktur. Das heißt, wir haben eine Oberfläche, die leicht geriffelt ist, also eine richtige Haptik, eine Materialität, die wir dem Kunden somit vermitteln. Ja. Vielen Dank, Herr Böcking, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. So, meine Damen und Herren, das P500 von Toshiba, liebe Familienväter, dürfte genau das richtige Gadget für Weihnachten sein. Da ist die Mama glücklich, da lässt sich alles an Filmen schauen, Blu-ray ist integriert, Kinder werden glücklich werden, Gaming ist gar keine Frage und man hat auch gleich ein vollständiges Multimedia-Center mit in dem Kurzurlaub oder im Ferienhaus. So, wir sind immer noch hier bei Toshiba. Hier gibt es einfach so viel Neues zu entdecken. Und natürlich, wer das Toshiba-Portfolio kennt, hier gibt es die DVD-Player, hier gibt es die DVD-Recorder, hier gibt es die XDE-Technologie. Aber
Eine Technologie hatten wir bis jetzt noch nicht mit Toshiba verbunden, und zwar das Thema Blu-ray. Alte Kiste, welche Technologie wird sich durchsetzen? Blu-ray hat sich durchgesetzt, aber auch Toshiba hat sich durchgesetzt, nämlich jetzt mit den ersten eigenen Blu-ray-Player. Und zwar ist es der BDX2000KE. Und neben mir steht der Herr Echholz, der Produktmanager. Guten Tag, Herr Echholz. Schönen guten Tag. Wir würden gerne aus berufenen Munde hören, was es mit dem neuen Stück von Toshiba auf sich hat. Was können wir hier erwarten? Der BDX2000KE verfügt über Netzwerkfunktionen und hat einen SD-Card-Slot, sodass von dort auch Dateien wiedergegeben werden können, wie beispielsweise DivX HD. Und wir haben ihn optisch sehr schön gestaltet, sodass er auch einen hochwertigen Eindruck macht. Toshiba verfolgt meistens sehr hochwertige eigene Strategien. Gibt es eine Strategielinie, wie ihr jetzt mit Blu-ray umgeht? Also Blu-ray hat sich etabliert auf dem deutschen Markt. Die Zuwachsraten sind interessant, sodass Toshiba sich entschieden hat, auch dort einzusteigen. Allerdings sehen wir es nicht unbedingt als ein strategisches Produkt, sondern als eine Ergänzung im Line-up für die DVD-Player und Recorder. Noch eine Frage zum Preis. Welchen Preis wird dieses Gerät haben oder hat es? Der UVP von dem 2000er ist 269 Euro. 269 Euro. Ist der Markt schon zu erhalten? Also wir werden das Gerät im Dezember noch einführen und wir setzen alles daran, ab Anfang Dezember das Gerät in den Märkten zu haben. Also wer seine Toshiba Line-Up zu Hause hat und vor Weihnachten auch den Blu-ray-Player haben möchte, der wird noch fündig werden. Ist sicherlich eine schöne Ergänzung zu den Toshiba-Fernsehern mit Rexalink, weil das Gerät auch über Rexalink verfügt und nur mit einer Fernbedienung dann gesteuert werden kann. Vielen Dank, Herr Schulz. Weiter viel Erfolg. So, jetzt machen wir uns auf die Suche nach Herrn Lange. Die TV-Giganten wollen wir natürlich auch nicht verpassen. Hier sind wir jetzt in den heiligen Hallen von Toshiba und hier sehen wir sie schon aufgereiht, die RV-Serie, die XV-Serie, die ZV-Serie. Und wer sich für High-End im Wohnzimmer interessiert, für einen TV-Giganten vielleicht sogar interessiert, der kommt an Toshiba nicht vorbei. Wir haben jetzt hier zum Gespräch den Leiter des Marketings von Toshiba, Herrn Lange. Schönen guten Tag, Herr Lange. Schönen guten Tag, herzlich willkommen bei uns. Herr Lange, die neue Serie für TVs, die SV-Serie, die geht ja bis 46 Zoll, ist das richtig? Also geht bis 55 Zoll, und aber die sehr populäre Größe ist die 46 Zoll Größe, ja. Ist das das Gerät, was wir hier hinter uns sehen? Das sieht doch ein bisschen größer aus, oder? Genau, das ist aber das 46 Zoll Gerät hier unter uns. Das ist das 46 Zoll Gerät. Ja. Herr Lange, Toshiba ist einen eigenen Weg gegangen in der Technologie. Sie haben die Resolution Plus Technologie entwickelt. Was steckt dahinter? Ja, Resolution Plus ist eine Technologie, die einbezieht, dass eigentlich sehr, sehr viele Inhalte, die man auf dem Fernseher sich anschaut, eben nicht in HD vorliegen, sondern vielleicht im PAL-Fernsehen oder aus dem Internet kommen oder eben vielleicht ein Digitalfoto sind, also sehr niedrige Auflösung haben. Und Resolution Plus analysiert diese Bilder, schaut sich an, wo HD besser aussieht als das, was halt reinkommt, und dann simuliert Resolution Plus genau diese Vorteile, also scharfe Kanten, Detailreichtum im Bild. Wir haben ja hier den 46, steht ja für die Größe, SV685. Welchen Preis muss man anlegen für dieses Gerät? Ja, die unverbindliche Preisempfehlung ist hier 2.499 Euro. Und ist dieses Gerät jetzt schon am Markt zu erhalten? Es ist ab September im Markt erhältlich, ja. Okay, gibt es noch weitere Leistungsmerkmale, die ich mir merken kann für diese Toshiba-Serie? Ja, also wichtig ist es, dass es natürlich ein LED-TV ist und dass hier die Local Dimming-Technologie Rexa Accurate Dimming zum Einsatz kommt. Das ist eine Toshiba-spezifische Technologie, die einen sehr, sehr hohen Kontrast ermöglicht bei einem sehr niedrigen Stromverbrauch. Mhm. Vielen Dank dafür. Frank Siebmann für Digital Lifestyle Magazin live von der IFA 2009 in Berlin.